Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben schon gehört, Marmor, Stein und Eisen bricht. In Vertretung der Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts, die leider nicht kommen kann, überbringe ich Ihre herzlichsten Grüße und werde das Thema Zugang gestalten aus der Sicht der Haltbarkeit betrachten, aus der Sicht der Haltbarkeit von Daten. Den zweiten Teil des ursprünglichen Titels habe ich gestrichen. Er lautete aber unsere Daten nicht. Drafi Deutscher textete ja unsere Liebe nicht, da nach WHO die chemischen Botenprozesse im Gehirn im Zusammenhang mit Liebe offiziell jetzt auf 34 Monate bis zu ihrem chemischen Kollabieren berechnet und damit für die Welt definiert sind, können wir diese Variante mit der Liebe also gleich vergessen und gucken uns dann lieber die Daten an. Im Prinzip war dieser Titelzusatz richtig inhaltlich, aber eine Tagungsparole wollte ich Drafi Deutscher und diesem Versuch im Deutschland des Jahres 1965 einen Rock'n'Roll-Titel zu produzieren dann doch nicht antun und belasse ihn in der Würde seiner erratischen Existenz. Umgekehrt ist die Frage nach dem Zugang natürlich, wie schon erwähnt und wie auch ganz logisch, mit der Frage nach Erhalt von materiellem Kulturerbe und seine Daten verbunden. Menschen- und Kulturdenkmäler werden zwischen unterschiedlich motivierten Nihilismen zermahlen. Somit gewinnt die Frage nach dem Erhalt eine besondere Schärfe. Das Aufzeichnen von Daten zum bedrohten und bereits zerstörten Kulturerbe wäre sinnlos, wenn man diese Daten nicht wiederum selber aufheben könnte. Daher danke ich Herrn Klimpel auch sehr, dass er diese Frage ganz an den Anfang gestellt hat, nämlich ob digitale Daten quasi naturnotwendig ganz schnell kaputt gehen müssen. Der Titel weckt zumindest den Verdacht, dass vordergründig vertrauenerweckende steinerne und metallene Materialität mit Fragen wie Haltbarkeit von vermeintlich Flüchtigem wie Daten und Information nicht unbedingt etwas zu tun haben muss. Haltbarkeit von Daten wäre zu unterscheiden einerseits in den Bestand des sogenannten Bitstreams und andererseits in die Dauer der Verstehbarkeit seiner Bedeutung. Der Titel deutet also an, dass man Daten abstrahiert von ihrer Trägerschicht verstehen kann und verstehen muss. Auch wenn sie bislang noch auf eine Trägerschicht angewiesen sind, um wirksam verarbeitet zu werden und möglichst lange fort zu existieren. Die Art, wie die Frage der Haltbarkeit von Daten öffentlich diskutiert wird, verunfallt seit gut zwei Jahrzehnten immer wieder nach ähnlichen Mustern. Die drei diskursiven Hauptunfallursachen sind einerseits die Positionierungslösungen, also Institutionen, die unter dem Druck stehen, sich als die Lösung zu positionieren, obwohl sie keine haben. Dann die Catchphrase-Lösungen, also irgendwelche Zitate, mit denen man auf jeden Fall in die Zeitung kommt, wonach am besten man sage, Daten müssten wieder in Stein gemeißelt oder in Bronze gegossen werden, denn das könne man schließlich beweisen. Und dann gibt es noch die biblischen Lösungen. In der Bibel kennen wir ja Menschen, die über 800 Jahre alt geworden sind. Und heute scheint es diese Wesen auch noch zu geben, die einem versichern können, wie lange Mikroverfilmung hält. Ich möchte, wenn denn schon, wenigstens auf eine vierte Art scheitern und Sie sind alle eingeladen, mir dieses eigene Scheitern dann vorzuhalten. Wie steht es also mit Haltbarkeit an sich? Es dürfte unbestritten sein, dass Zerfallsprozesse im Universum allgegenwärtig sind. Ich widerstehe hier der naheliegenden Abzweigung in die Definition von Entropie, die Claude Shannon 1922 in seiner Grundlegung zur Informationstheorie als den unerwünschten, aber verschmerzbaren Verlust von Information bei gleichzeitigem Erhalt der Kernbedeutung einer übermittelten Nachricht definiert hat. Ich widerstehe auch dem ziemlich interessanten Versuch, diese Art Shannonscher Entropiedefinition mit dem Entropiebegriff der Physik zu vergleichen, der in den inzwischen nicht mehr unangefochtenen Theorien eines auf den lauwarmen Stillstand hin tendierenden, seinen Wärmeausgleich gefunden habenden Weltalls gipfelt.
Entropie wären hier diejenigen Anteile, die zwar vorhanden, aber am Wärmeausgleich nicht beteiligt, also überflüssig sind und wegfallen. Klar ist auf jeden Fall eines: Wenn man zumindest einen Anteil der Welt der zerfallenden und zudem zerstört werdenden Materie in einer Welt der aufgezeichneten Daten aufheben und für lange Zeit dokumentieren will, muss man gegen mehrere Schichten der Entropie, also fundamentalster Naturgesetze, ankämpfen. Wie die Astrophysik, zumindest angelsächsischer Prägung, als thermodynamische Grundbotschaft des Universums an uns herausgehört haben will: You can't win, you can't break even, you even can't get out. Geben wir also zu, es sieht grundsätzlich nicht so gut aus mit der Haltbarkeit. Wir können uns hier nicht auf das Universum verlassen. Auf unserem Planeten ist es um die Haltbarkeit in kürzeren Zeiträumen aber gar nicht so schlecht bestellt. So stammt der älteste bekannte Quastenflosser aus dem Unterdevon von Australien. Man findet die Angabe etwa 409 Millionen Jahre. Die jüngsten fossilen Zeugnisse stammen aus den 70 Millionen Jahre alten Ablagerungen der späten sogenannten Oberkreide. Der Quastenflosser hat also in seiner fossilen Überlieferung schon mal 330 Millionen Jahre geschafft. Und geschafft bedeutet in molekulargenetischer Hinsicht die relativ stabile Langzeitmigration von Datencodes und Vorgängen, die aus den Datencodes eine materielle Gestalt inklusive Lebensfunktion ableiten können. Dies berührt sich mit der computer- und bibliothekswissenschaftlichen Definition von Langzeitarchivierung insofern, als es darum gehe, Daten nicht nur als Bitstream, sondern wie gesagt auch in ihrer inhaltlichen Verstehbarkeit zu erhalten. Das erfüllt der Quastenflosser also quasi mit links. Ob die 1938 vor Südafrika im Indischen Ozean und 1997 auf einem Markt der indonesischen Insel Sulawesi entdeckten Exemplare nun evolutionsgeschichtlich zu 100% dasselbe Genom hatten wie die fossilen Vorläufer, können wir dahingestellt sein lassen. Es genügt zu beobachten, dass in den ersten 330 Millionen Jahren ihrer Existenz die Quastenflosser in ihrem fossilen Bestand eng genug beieinander liegen, um eine makroklassifikatorische Spezies bilden zu können. Und auch die Tatsache, dass genetische Codes mit bedenklich wenig Modifikation aus einem Menschen eine Fliege machen können, heißt im Umkehrschluss nicht, dass gleich aussehende Wesen nun auf völlig unterschiedlichen DNA-Codes beruhen. Durch vergleichende Computeranalyse war es einem internationalen Forscherteam um Matthew Freeman am britischen Medical Research Council in Cambridge im Jahr 2000 in nur 11 Tagen gelungen, fast die komplette Genkarte der Fruchtfliege Drosophila melanogaster zusammenzusetzen. Das war eine Art, es war sozusagen, dass die Drosophila ist eine Favoritin der Laborarbeit aufgrund bestimmter Eigenschaften und war eines der ersten Durchbrüche in dem vollständigen Lesen des Genoms eines solchen Wesens. 17.609 Gene sind entschlüsselt, über 148 Millionen Basenpaare, die die Grundbausteine des Erbgutes bilden, sind sequenziert und 60% der Gene des Insekts haben ein Pendant im menschlichen Erbgut. Man wird schon aufgrund solcher Zahlen nicht bestreiten wollen, dass wir es hier mit einer hochkomplexen Datenverarbeitung zu tun haben, auch wenn manche ihrer Ergebnisse eher bedenklich erscheinen. Eine Datenverarbeitung jedenfalls, welche die Informationstheorie von Claude Shannon keineswegs sprengt, sondern in einer noch gar nicht richtig verstandenen Weise bestätigt. Die menschliche DNA dient zwei unterschiedlichen Funktionen. Erstens bewahrt sie Informationen, und zwar indem sie sich von Generation zu Generation viele Milliarden Male selbst kopiert. Sie enthält mehr als 1 Milliarde von Nukleotiden und diese ausführliche Gigabit-Nachricht muss perfekt oder nahezu perfekt konserviert werden. Zweitens sendet die DNA diese Information nach außen, damit sie bei der Bildung des Organismus verwendet wird. Der Informationstransfer geschieht mittels Nachrichten, die von Nukleinsäuren an Proteine weitergegeben werden.
Molekularbiologen konnten das inzwischen klar erkennen, weil die Nachricht selber nun gut definiert und von einem bestimmten Substrat abstrahiert war. Auch diese Abstraktion von Information und Trägerschicht ist eine fundamentale Anforderung auch von Datenverarbeitung. Gehen wir in unserer Vorstellung von der Ebene des vielzelligen Lebewesens noch eine Ebene tiefer und fragen extrem vereinfachend nach den Informationsverarbeitungsvorgängen bei der Teilung einer Zelle. Irgendetwas weiß, wo der Code liegt, der gelesen werden muss, um eine neue Zelle zu bauen. Der Code muss in einer verständlichen Abkürzung vorliegen. Es gibt also Encryption und Decryption. Die Schlüssel dieser Verschlüsselung müssen bekannt sein. Die Abkürzung muss ausführbare Befehle enthalten und die ausführbaren Befehle enthalten den Bauplan der neuen Zelle. Jede Zelle enthält zufällige Mutationen, die teilweise korrigiert werden. Shannons Rauschen im Kanal, das durch Signalkorrektur ausgeglichen wird. Es fand ca. 80 Jahre nach seiner Theorie eine erstaunliche Bestätigung in einer hunderte Millionen Jahre alten und stabilen Praxis. Die ausführbaren Befehle enthalten außerdem einen Befehl zum neuen Abspeichern des Codes als Anweisung für den Neuaufbau der nächstfolgenden Zelle. Es wird also gelesen, geschrieben, korrigiert und ausgeführt, wie in Shannons Information Channel Paradigma, rechts oben. In Unix oder Unix-nahen Betriebssystemen finden sich diese Schritte in den Abkürzungsbuchstaben für Zugriffsrechte. RWX steht für Read, Write, Execute. Im Grunde ist es dies, was die Molekulargenetik seit Hunderten von Millionen von Jahren tut. Die Diskussion über die Haltbarkeit von Datencodes ist durch die Erkenntnisse der Molekulargenetik also materiell beendet. Natürlich sind Datencodes nicht zu fragil oder komplex, um länger zu überleben als gedruckte Bücher, Stein- oder Bronzetafeln. Wobei ja die Übermittlungsformen der Codes auf der DNA so exotische Dinge wie Proteine sind, die nun in ihrem materiellen Bestand wie dem Erhalt ihrer Funktionsweisen noch viel fragiler anmuten als Marmor, Stein und Eisen. Es kommt also weniger auf die vordergründige Beschaffenheit der Trägerschicht an, sondern auf die Komplexität der Strategien, die den Codes des Quastenflossers oder genereller der DNA geholfen haben, so lange zu existieren und sich damit erfolgreicher als andere aus einer der größeren Auslöschungen der Erdgeschichte am Ende der Kreidezeit herauszuhalten. Die Hauptstrategien sind Migration durch Zellteilung, also Read, Store, Send, Execute, Write, und Physical Gaps. Das bedeutet horizontal gesehen weite Verbreitung und vertikal gesehen große Tiefe. Der Quastenflosser stellt eine über 400 Millionen Jahre andauernde Langzeitarchivierung dar, denn er konserviert, ich sage es noch einmal, sowohl Bitstream wie auch Bedeutung in einem Logikkontinuum, und zwar in dem Logikkontinuum der Evolution. Solche Dinge wie Nuklearsemiotik oder die regelmäßig versuchten Botschaften an Aliens sind der Versuch, die bekannten Logikkontinua, in denen wir selber sitzen und teilweise natürlich auch gefangen sind, zu durchbrechen, zu überspringen, um Botschaften zu senden, die auch außerhalb dieser Kontinua verstehbar sein sollen. Es ist dies vielleicht die ambitionierteste Form der Langzeitarchivierung von Daten und Bedeutung. Doch kommen wir zurück zu den Grundkategorien von zeitbedingtem Verfall und akzidenteller Zerstörung. Auf digitale Daten übertragen führt diese Frage zu den sattsam bekannten Paradigmen des Digital Cliffs und der Analog Curve. Das Schema stammt an sich aus der Signaltechnik, hat sich aber quasi als gefühlter innerer Dialog auf die Diskussion zur Haltbarkeit digitaler Daten abgebildet. Das Digital Cliff sieht bedrohlich aus, weil es keinen schleichenden Zerfallsvorgang, sondern nur einen schlagartigen Zerstörungsvorgang abbildet. Und jeder kennt das Gefühl von Daten, Daten gelöscht zu haben, die man lieber nicht gelöscht hätte. Auf jeden Fall geschieht dies leichter, als die eigene Bibliothek anzuzünden. Beides aber läge als von außen induzierter Zerstörungsfall auf der gleichen Ebene. Dagegen ist die Grundannahme der freundlichen grünen Analog Curve die der Abwesenheit äußerer Zerstörungsimpulse. Diese ganze Argumentation in diesem Digital Cliff-Grafiken ist also logisch unzulässig, weil sie mit zweierlei Ausgangsbedingungen arbeitet und durch demagogisch.
Zudem kann der Verfall des Speicherungssubstrats durchaus unter Kontrolle gehalten werden. Die Magnetbänder des Industriestandards IBM Tivoli-System haben eine garantierte Haltbarkeit von 18 Jahren, bieten also einen vertretbaren Zeitraum für einen sortierten Migrationsprozess. Das einzig legitime Trägermedium für digitale Daten sind eben zurzeit diese Bänder. Alles andere darf nur als Kopie davon angesehen und verwendet werden. Letztendlich muss dieser Vergleich zwischen Kurve und Cliff so gelesen werden, dass es nicht um die Verfallscharakteristik von Daten hier geht, sondern um die Verfallscharakteristik von Trägermedien. Reißt das Trägermedium Papier oder Stein oder Metall analoge Daten unweigerlich ins Nichts, sind digitale Daten auf teilweise flüchtigsten Trägermedien schnell und unvergleichlich oft kopierbar. Denn digitale Daten haben in erster Linie nichts mit Elektrizität zu tun, sondern sind zu definieren als in einem endlichen Zeichensatz kodierte Information, und sowohl die menschliche Technik wie die Evolution haben Möglichkeiten gefunden, kodierte Daten in Stapelprozessen extrem effektiv zu verarbeiten. Damit besitzen sie in ihrer Flüchtigkeit einen Vorteil, der wie ist eine Art präzise Flüchtigkeit, der, wie die Geschichte des Quastenflossers zeigt, außerordentlich langfristige Migrationsprozesse nicht garantiert, aber doch ermöglicht. Eben wenn gewisse Strategien eingehalten werden. Man kann also mit möglichst vielen Versionen, möglichst vielen Migrationen dieser Kopien auf möglichst gute und diverse Trägermedien und möglichst vielen Physical Gaps naheliegende Lehren aus der Stabilität wie aus der Tendenz zu Stabilitätsstörungen, die es in der DNA ja auch gibt, zu ziehen versuchen. Würde man die menschliche Erfahrung mit Büchern, Stein oder Bronzetafeln zu der Datenmigration in der DNA des Quastenflossers proportional in Beziehung setzen wollen, so ließe sich dies grafisch gar nicht darstellen. Wohlgemute 5000 Jahre stünden gegen 409 Millionen. Das heißt, die menschliche Seite, aus der heraus in der Vergangenheit die analogen Inschrift- und Mikrofisch-Fatwas ihre Wahrheiten verkünden, schmilzt auf eine nicht mit bloßem Auge erkennbare, nur mehr symbolisch abbildbare Seitenlänge zusammen. Wenn man also Datencodes lange stabil halten kann, kann man auch Forschungsdaten Langzeit archivieren oder Daten zum Cultural Heritage. Man kann also auch das dafür entwickelte Referenzmodell des sogenannten OIS-Standards einfach in Software umsetzen. Und dies tut das DRI in einem von der DFG finanzierten Projekt namens Janus, das nun nach fast 4 Jahren Entwicklungszeit dafür sorgen wird, dass die sehr umfangreichen Cultural Heritage Data des DRI in der sogenannten iDRI-Welt, die sich einem Petabyte nähern und ca. 95 Millionen Dateien umfassen, sich nicht ohne Überlebenschancen auf den Weg in die Zukunft machen. Manche Dinge, Sie hatten es erwähnt, kann man nämlich einfach tun. Wenn also Marmor, Stein und Eisen gebrochen sind, bleibt quasi immer noch die Melodie und der Rock'n'Roll stirbt erst am Ende der Zeiten. Damit kann ich leben.